Niemand ist wirklich zu beschäftigt. Es ist nur eine Frage der Prioritäten. Wenn dich etwas glücklich macht, behalte es für dich. Sei vorsichtig, wem du vertraust. Salz und Zucker sehen auf den ersten Blick gleich aus. Verlasse dich nicht zu sehr auf irgendjemanden in dieser Welt, denn sogar dein Schatten verlässt dich, wenn du im Dunkeln bist. Denke daran, einige der besten Momente deines Lebens stehen noch bevor. Schlechte Gewohnheiten sind wie ein bequemes Bett, leicht hineinzugelangen, aber schwer herauszukommen. Die Zeit enthüllt immer die wahre Bedeutung einer Person für dich. Bleib ruhig, du hast das schon einmal überstanden, du wirst es wieder überwinden. Lerne zu heilen, ohne alles mit jedem zu teilen. Du wirst sowieso beurteilt werden, also sei die Person, die du sein möchtest. Erfolg ohne harte Arbeit zu suchen, ist wie zu versuchen, dort zu ernten, wo du nicht gesät hast. Wenn du dich nicht von Menschen trennen kannst, die nicht zu dir passen, wirst du nie die Chance haben, die Richtigen zu treffen. Wenn du deinen Geist nicht selbst steuerst, wird es jemand anderes für dich tun. Wenn du nicht ab und zu stolperst, bedeutet das, dass du nur rutschst. Was anfangs Schmerz verursacht, macht dich später stärker. Wenn du hart an deinem Handwerk arbeitest, wirst du genug zum Leben verdienen. Wenn du in dich selbst investierst, wirst du ein Vermögen anhäufen. Es wird immer jemanden geben, der deinen Wert nicht zu schätzen weiß. Lass diese Person nicht du selbst sein. Tue, was niemand sonst tun kann, und du wirst zu dem, was niemand sonst werden kann. Schätze Erfahrungen mehr als materielle Besitztümer, denn Erinnerungen sind die wahren Schätze dieses Lebens. Viele Menschen lieben dich. Konzentriere dich nicht auf diejenigen, die es nicht tun. Auf Nummer sicher zu gehen, ist das Gefährlichste, was du im Leben tun kannst. Schäme dich nicht für das Kämpfen. Es gibt absolut keine Schande darin, hart zu arbeiten, um dorthin zu gelangen, wo du sein möchtest. Härter zu rudern hilft nicht, wenn das Boot in die falsche Richtung fährt. Deine Sicht mag verschwommen sein, aber sie wird mit der Zeit klarer werden. Pflege deinen Körper. Denke daran, dass Gesundheit eine hohe Form von Reichtum ist. Du wirst nicht für die Arbeitsstunde bezahlt. Du wirst für den Wert bezahlt, den du in dieser Stunde erzeugst. Lass Selbstverbesserung dich so beschäftigt halten, dass du keine Zeit hast, dir über irgendetwas Sorgen zu machen. Schütze deine Gedanken, wenn du allein bist, und deine Worte, wenn du in Gesellschaft bist. Dein stärkster Muskel könnte auch dein schlimmster Feind sein, und es ist dein Geist. Trainiere ihn. Die Tatsache, dass du nicht weißt, wo du sein möchtest, sollte Motivation genug sein. Disziplin bedeutet, das zu wählen, was du am meisten willst, über das, was du jetzt willst. Hör auf, alles jedem zu erzählen. Die meisten Leute interessiert es nicht und einige wollen heimlich, dass du versagst. Sich nicht vorzubereiten bedeutet, sich auf das Scheitern vorzubereiten. Ohne nachzudenken zu sprechen, ist wie ohne zu zielen zu schießen. Gehe nicht dorthin, wo der Weg hinführen mag. Gehe stattdessen dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse deine Spur. Wenn es ein langsamer Prozess ist, wird Aufgeben ihn nicht beschleunigen. Was leicht kommt, hält nicht lange. Was lange hält, kommt nicht leicht. Ruiniere einen guten heutigen Tag nicht, indem du über einen schlechten gestrigen Tag nachdenkst. Lass ihn los. Der Fortschritt eines anderen macht deinen nicht weniger wichtig. Kleiner Kreis, privates Leben und ruhiger Geist. Manchmal brechen wir unsere Herzen durch Erwartungen. Lass es sein. Wenn es sein soll, wird es geschehen. Sei echt. Das spart allen Zeit. Teile dein Privatleben nicht mit jedem und lass niemanden Informationen haben, die dir schaden könnten.
Umfasse die Einsamkeit als Zeit zur Reflexion und Selbstentdeckung. Lass niemals zu, dass jemand dich glauben lässt, du verdienst nicht, was du willst. Du wirst mit einem schwachen Geist wachsen, wenn dein Leben zu bequem ist. Die größten Errungenschaften im Leben entstehen oft aus den Tiefen der Widrigkeiten. Fehler sind Meilensteine, keine Hindernisse. Lerne aus ihnen und mach weiter. Der Moment, in dem du deine Disziplin aufgibst, ist der Moment, in dem du dich selbst aufgibst. Getan ist besser als perfekt. Dein schlimmster Feind könnte jemand sein, dem du vertraust. Hüte dich vor Wölfen im Schafspelz. Selbstfürsorge ist nicht egoistisch. Es ist wesentlich für ein ausgeglichenes und erfülltes Leben. Der Wert der Zeit wird deutlich, wenn sie nicht mehr da ist. Nutze sie weise. Erfolg ist das, was passiert, nachdem du all deine Fehler überlebt hast. Gewinner konzentrieren sich auf den Sieg. Verlierer konzentrieren sich auf die Gewinner. Bevor etwas Großes passiert, fällt alles auseinander. Eines Tages wirst du verstehen, warum Gott dich warten ließ. Wenn du die Wahrheit sagst, brauchst du kein gutes Gedächtnis. Wenn dir jemand sagt, dass du es nicht kannst, zeigt er dir seine eigenen Grenzen, nicht deine. Wenn du für die Zustimmung der Menschen lebst, wirst du durch ihre Ablehnung sterben. Es gibt zwei Arten von Schmerz: den, der dich verletzt, und den, der dich verändert. Sei egoistisch mit deiner Zeit. Viele Menschen verdienen sie nicht. Stille ist die beste Antwort für diejenigen, die deine Worte nicht schätzen. Angst ist vorübergehend, Bedauern ist für immer. Ausreden machen das heute leichter, aber das Morgen schwieriger. Disziplin macht das heute schwer, aber das Morgen leichter. Gib nicht auf, du bist näher als du denkst. Manchmal ist Alleinsein die beste Medizin für deine Seele. Deine Zukunft braucht dich, nicht deine Vergangenheit. Lass dich nicht zweimal von derselben Flamme verbrennen. Sich Sorgen zu machen, zu verlieren, bedeutet, vor dem Start zu verlieren. Wir fallen, wir brechen, wir scheitern. Aber dann erheben wir uns, heilen und überwinden. Opfere einige Jahre des Komforts für Jahrzehnte der Freiheit. Sei geduldig, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Schwierigkeiten bereiten eine gewöhnliche Person darauf vor, ein außergewöhnliches Schicksal zu erreichen. Positives Denken wird es dir ermöglichen, alles besser zu tun als negatives Denken. Der einzige echte Fehler ist der, aus dem wir nichts lernen. Wenn du müde wirst, lerne zu ruhen, nicht aufzugeben. Die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Deine Vergangenheit ist ein Ort, aus dem du lernen sollst, nicht ein Ort, an dem du leben sollst. Beeile den Prozess nicht, vertraue ihm. Große Dinge brauchen Zeit. Danke, dass du dieses Video bis zum Ende verfolgt hast. Wir hoffen, dass diese Gedanken und Überlegungen dich inspiriert und dir neue Perspektiven auf das Leben geboten haben. Denke daran, die Veränderung beginnt immer in dir und jeder kleine Schritt zur persönlichen Verbesserung zählt. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, möchten wir dich einladen, unseren Kanal Perlen der Weisheit zu abonnieren, um keine weiteren Weisheitsperlen und täglichen Reflexionen zu verpassen. Hinterlasse einen Kommentar mit deinen Überlegungen und gib ein Like, wenn du das Video mochtest. Bis zum nächsten Mal.